Die Sternstunde des Mehrkampf-Meetings hier in Götzis zurückzublicken. Heute vor exakt 11 Jahren hat Roman Schäberle hier für das ultimative Highlight gesorgt. Als erster und einziger Mensch bisher hat er die 9000-Punkte-Marke überschritten. 9026 waren es ganz genau und so ist das Ganze gelaufen. Ein sporthistorischer Tag, dieser 27. Mai 2001. 9026 Punkte. Zum ersten Mal überbietet ein Mensch im Zehnkampf die 9000er Traumgrenze, der Tscheche Roman Schäberle. Der Rekord in der Chronologie ab dem 100-Meter-Lauf mit dem Originalkommentar von Robert Seeger. Also jetzt drücken wir ganz kräftig die Daumen, dass der vierte Start klappt. Und jetzt hat es gepasst, jetzt hat der Startversuch geklappt. Lobodin gut herausgekommen, neben ihm Schäberle, dann kommt Nol, wo ist Dvorak? Und in der Mitte Schäberle. Roman Schäberle stellt, glaube ich, seine persönliche Bestleistung ein. Die steht auf 10,64. Korrektur, meine Hundertstel ist durchaus möglich. Kein Rückenwind, kein Gegenwind, genau windstill bei diesem Lauf. Und zumindest von Schäberle einmal die geforderte Zeit auf alle Fälle erreicht. Tatsächlich stellt Schäberle mit 10,64 Sekunden seine persönliche Bestmarke ein. Zweiter Bewerb, zweiter Versuch. Im Weitsprung stellt der Tscheche mit 8,11 Metern Stadionrekord und natürlich persönliche Bestweite auf. Damit beginnen die Weltrekordspekulationen. Denn vor dem Kugelstoßen hat Schäberle erstmals ein Guthaben im Vergleich zu den 8.994 Punkten seines Landsmanns Tomasz Dvorak, der damals gültigen Rekordmarke. Punkte nach zwei Disziplinen über dem Weltrekord, 59 Punkte über seiner Vorjahrsbestleistung. Und er hat sich um einen Zentimeter wieder gesteigert auf 15,20 Meter. Jetzt sein dritter und letzter Versuch im Kugelstoßen. Und er geht wieder über die 15 Meter. Neuerlich über 15 Meter Roman Schäberle. Eindrucksvoll. Die Stärke, die der Mann aus der Tschechischen Republik heute hier ausspielt. In diesen ersten Bewerben des Zehnkampf-Meetings von Götzis. 15,33 Meter, neuerliche Verbesserung und damit wieder eine Steigerung um 14 cm und damit neuerlich deutlich besser als im Vorjahr, neu gesteigert, also unglaublich. Aber vor dem Hochsprung liegt Schäberle 59 Punkte unter dem Vergleichswert von Dvorak. Ganz wichtiger Sprung jetzt für ihn, um weiterhin auf Rekordkurs zu bleiben. Da muss er die 2,12 Meter jetzt schaffen. Sonst würde er doch 6 cm gegenüber dem Vorjahr verlieren. Roman Schäberle jetzt, zweiter Versuch und bleibt oben, Latte. Jawohl, schon zugunsten eines tollen Ergebnisses hier. Die Latte wackelt mächtig, aber er hat Glück. Sie bleibt oben und damit hat er bereits 2,12 Meter geschafft und liegt nur noch 3 cm hinter seiner Vorjahrsmarke von unglaublichen 2,15 Meter. Das sind immerhin schon wieder 915 Punkte, die der Tscheche jetzt dazu bekommt. An 2,15 Metern scheitert Schäberle. Die 2,12 sind 3 cm weniger als 2000 in Götzis, aber um 8 cm mehr als Dvorak beim Weltrekord. Vor dem 400er ist wieder Schäberle vorne um 16 Punkte. Auf Bahn 2 Warners, also links, dann Schäberle, dann Nol, dann Niklaus und dann Siwocki. Das sind die 5. Der erste, vierte, fünfte, siebte und 13. des Zwischenklassements. Ganz innen Warners, ein ausgezeichneter 400-Meter-Läufer. Greift jetzt auch schon Roman Schäberle an. Und jetzt bereits die übrigen. Nol, Niklaus und geht jetzt vorbei. Ist schon 46,61 in einem Mehrkampf gelaufen. Und dieser Kiel, Warners, will es wirklich wissen. Der geht das Rennen nicht wie ein Zehnkämpfer an, sondern wie ein 400-Meter-Läufer. Und Erki Nol hält dagegen. Erki Nol kommt jetzt in der Kurve. Und die Frage für Warners: Hat er sich zu viel zugemutet oder hält er durch? Nol oder Warners? Nol mit einem tollen Finish kommt aber noch an Warners heran. Und für Warners war das Anfangstempo zu schnell. Auch Schäberle kommt noch heran. Und Erki Nol
wird gewinnen in einer tollen Zeit. 46,89. Bravo, Erki Noll mit 46,89. Um 3/10 schneller als im Vorjahr, wo er 47,18 hier aufgestellt hat. Die Sensation in diesem 400-Meter-Lauf war eigentlich Roman Schäberle, der Tscheche. Er ist ein bisschen untergegangen im tollen Duell zwischen Noll und Warners. Denn dieser Roman Schäberle mit 47,79, einer Zeit, die man nur dann wirklich so als sensationell bezeichnen kann, wenn man weiß, was er im letzten Jahr noch gelaufen ist. 49,05. Er hat sich um 1,26 Sekunden gesteigert. 4.675 Punkte nach Tag 1, 30 Punkte über Dvořáks Halbzeitwert. Tag 2 beginnt mit dem Hürdensprint. Alle Blicke sind natürlich auf die Startnummer 3 gerichtet. Roman Schäberle, der Modellathlet aus der Tschechischen Republik, der im Schatten von Thomas Dvořák selbst an die Spitze gekommen ist, der heuer die dominierende Figur im Zehnkampf der Männer zu werden scheint. Und der Start vor allem gut von Leflobodin und Schäberle kommt jetzt auf Touren, aber innen auch Thomas Dvořák. Lobodin fällt zurück, Schäberle vor Dvořák. Doppelsieg für die beiden Tschechen und Schäberle 13,92 offizielle Zeit wieder verbessert und zwar um 700 Sekunden, hat 108 Punkte Vorsprung bereits auf seine persönliche Bestleistung und auf den Weltrekord hat er nur minimalen Rückstand, da Dvořák ja ganz hervorragend im Vorjahr gelaufen ist über die 110 Meter Hürden. Aber Schäberles Kurs stimmt. Er macht in jedem Bewerb Punkte wett und wird immer stärker. Ganze 5 Punkte Guthaben bleiben Schäberle vor dem Diskuswurf gegenüber Dvořáks Weltrekord-Durchgangsmarke. In der 7. Disziplin gibt es aber gleich zweimal persönliche Bestweiten. Und Roman Schäberle. Letzter Versuch. Und wieder ein toller Wurf und wieder ein weiter Wurf und wieder weiter als zuvor. Er steigert sich noch einmal und zwar um einen halben Meter, kommt hier nahe an die 48 Meter ran, verbessert sich um genau 71 Zentimeter gegenüber dem Vorjahr im Diskuswerfen und hat nur 4 Punkte Rückstand auf den Weltrekord und 123 Punkte Vorsprung auf seine persönliche Bestmarke. Damit verliert Schäberle weniger als erwartet. Vor dem Stabhochsprung sind es nur 4 Punkte Rückstand auf die Weltrekord-Durchgangsmarke. Aber der 8. Bewerb scheint zum Rekord-Stolperstein zu werden. Nur 4,80 Meter kommen in die Wertung. Und das Handicap wächst auf bedrohliche 35 Punkte an. Neunter Bewerb, der Speerwurf als Wendedisziplin. Im letzten Versuch steigert sich Roman Schäberle von 66,38 Meter auf die persönliche Rekordweite von 70,16 Meter. Und plötzlich spüren auch die 5000 Zuschauer in Götzis. Der Weltrekord, die Traummarke, alles ist wieder in Griffweite. Zwar muss Schäberle vor dem abschließenden 1500-Meter-Lauf 68 Punkte auf Dvořák gut machen. Aber für den ersten 9000er ist eine Zeit von 4 Minuten 25,93 nötig. Für den Rekord reicht eine Dreiviertelsekunde mehr. Kein Spaziergang, aber auch nicht unrealistisch. Auch für den ORF ist der 27. Mai 2001 ein außergewöhnlicher Tag. Wegen der einzigartigen Chance, dass auf österreichischem Boden Sportgeschichte geschrieben werden könnte, wird sogar die Live-Übertragung des Fußball-Cup-Endspiels in ORF 1 unterbrochen. Mit Recht, wie sich dann zeigt. Die denkwürdigen 5 Minuten mit Robert Seger. So, liebe Fußballfreunde, auch Sie sollten jetzt Daumen drücken, dass Sie miterleben mit uns allen, dass Sportgeschichte heute in Österreich geschrieben wird. Denn wir stehen unmittelbar vor dem Start zum abschließenden 1500-Meter-Lauf im Zehnkampf von Götzis. Und es geht um die 9000-Punkte-Marke. Noch nie hat ein Athlet der Welt die 9000-Punkte-Marke erreicht. 8994, die bisherige Weltrekordmarke von Thomas Dvořák.
Dvořák aus der Tschechischen Republik, aufgestellt beim Europacup im Juli 1999 in Prag. 8.900, die beste je in Österreich aufgestellte Marke hier in Götzis im letzten Jahr, ebenfalls von Thomas Dvořák. Aber der Mann mit der Nummer 3, der hier erwartungsgemäß hinter dem schnellen Ungarn Attila Siwocki läuft, ist der Mann, der Sportgeschichte schreiben kann. Es ist Roman Šebele, der 26-jährige Tscheche, der einer neuen persönlichen Bestleistung in jedem Fall entgegenläuft. Durchgangszeit für die ersten 300 Meter unter der geschätzten Durchgangszeit von 53 Sekunden. Er war bei etwa 52 durchgelaufen. Hoffentlich gut eingeteilt das Rennen. Dieser Roman Šebele hat in den bisherigen 9 Bewerben, die wir gesehen haben, gestern und heute 7 neue persönliche Bestleistungen aufgestellt. Einmal seine Bestleistung eingestellt und nur im Hochsprung bei 2,12 Meter seine persönliche Bestleistung um 3 cm verfehlt. Er ist der Mann dieses Meetings. Er ist der neue Stern der Zehnkämpfer. Es sind die Könige der Athleten. Und es ist keine Frage, nur ein Mann kann ihn hier zum Weltrekord führen. Das ist der 24-jährige Ungar Attila Siwocki, der schon eine Zeit von 4:23:13 gelaufen ist. Und was braucht dieser Roman Šebele über 1500 Meter, um hier Weltrekord zu laufen? Für den Weltrekord 4:26:68, für die 9000 Punkte 4:25:93. Es wird immer spannender, meine Damen und Herren. Und er schaut noch gut aus, Roman Šebele. Er macht noch immer einen guten Eindruck. Aber es sind noch 2 Runden zu laufen. Durchgangszeit jetzt 2:04. Auch das entspricht noch der Marschtabelle. Auch hier ist noch alles in Ordnung. Genau mit 2:04 wollte man hier durchkommen. Und es sieht nach wie vor so aus, als könnte dieser Roman Šebele heute tatsächlich hier Sportgeschichte schreiben. Und Thomas Dvořák ist in dritter Position. Vorne aber unverändert Siwocki. Da haben wir Dvořák und da haben wir mit der Nummer 21 Klaus Ambrosch, für den es auch noch um eine persönliche Bestleistung und das Limit für die Weltmeisterschaften geht. Aber alle Blicke sind ausschließlich auf den Mann in zweiter Position gerichtet, der irgendwann unter Umständen das Tempo sogar noch verschärfen wird. Man hofft sozusagen mit Führungsmann Siwocki den Mann zu haben, der das Tempo genau dosieren kann. Jetzt muss er langsam ein bisschen zusetzen. Hoffentlich ist nicht er selber zu müde und dass sich Šebele zu sehr auf ihn verlässt. Mit 4:41:24 stellt er einen neuen Mösle-Rekord auf. Das schafft er sicher. Aber Siwocki wirkt müde und Siwocki müsste jetzt etwas zusetzen. Durchgangszeit ein bisschen hinter der Durchgangszeit, die man sich ausgerechnet hat, zurück. Und jetzt liegt an Roman Šebele selbst. Er allein kann es noch machen oder nicht. Er hat sich voll verausgabt, 2 Tage lang. Ist selber in Sydney 3:28:30 gelaufen. Müsste also um 3 Sekunden schneller laufen als bei den Olympischen Spielen, wo es um die Silbermedaille ging, die er dann souverän gewonnen hat. Er kann Siwocki jetzt nicht folgen. Und jetzt läuft natürlich unerbittlich die Uhr und dieser Roman Šebele, der aber das Rennen sich eingeteilt hat und jetzt noch einmal zusetzen kann für die letzten 200 Meter. Gut gemacht, Roman Šebele. Jetzt setz an, geh vorbei, wenn es sein muss an Siwocki oder lass dich von Siwocki jetzt hier hereinziehen. Und unglaublich, diese Kraftreserven des Roman Šebele, dieser Modellathlet aus der Tschechischen Republik mit seinen 26 Jahren, gerade am Beginn einer ganz großen Karriere, überläuft jetzt den Ungarn Attila Siwocki und die letzte Länge jetzt noch knapp 80 Meter für ihn. Er braucht eine Zeit von 4:25:93. Komm, es kann sich ausgehen. Wir erleben einen Weltrekord, meine Damen und Herren. Komm, 2021, jawohl! Weltrekord im Zehnkampf. Über 9000 Punkte und wir waren alle live dabei und Sie, die Fußballfans, auch. Wir haben so etwas in Österreich in dieser Form noch nie erlebt. Es ist der dritte Weltrekord, der hier in Götzis aufgestellt wurde. Zweimal von Daley Thompson, 80 und 82. Und heute in eindrucksvoller Art und Weise mit noch 2 Sekunden Zeitreserve von diesem Mann, Roman Šebele, der sich voll verausgabt hat. Was für eine Sternstunde für die internationale Leichtathletik. Aber wir können stolz sein in Österreich darauf, dass wir hier mit diesem Meeting in Götzis diesen Weltrekord erleben durften. Und eine Gratulation auch den Veranstaltern zu dieser Leistung. Sensationell, meine Damen und Herren. Gänsehaut-Feeling und Standing Ovations auf der Tribüne.
Die letzten Meter auf dem Weg in die Sportgeschichtsbücher. 9026 Punkte, egal wie oft diese Marke übertroffen wird. Der erste 9000-Punkte-Zehnkampf gehört auf alle Ewigkeit dem Tschechen Roman Schäberle. Und er gehört auf alle Ewigkeit dem Mösli-Meeting zu Götzis und Meeting-Direktor Konrad Lerch. Für das beste Mehrkampf-Meeting der Welt ist Weltrekord Nummer 3 mit Sicherheit jener, der am stärksten in Erinnerung bleiben wird. Eine Traumgrenze der Leichtathletik ist durchbrochen. Ein unvergesslicher Moment, ein unvergessliches Wochenende für die Augenzeugen und natürlich für den Mann, der Sportgeschichte in 10 Kapiteln geschrieben hat. Roman, herzliche Gratulation. Sie sind vor wenigen Minuten in die Geschichte eingegangen. Wie fühlen Sie sich? Bist du schon da rein? Cítím se perfektně, dokázal jsem to, nedovedu to ani popsat, opravdu skvěle. Er fühlt sich natürlich ausgezeichnet, er kann es gar nicht beschreiben, wie er sich fühlt. Wir sind sehr froh, dass das hier eingetreten ist, was wir uns alle gewünscht haben. Und ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, das ist nicht nur ein Weltrekord, sondern es ist ein Weltrekord, der Sportgeschichte schreibt. Der 27. Mai 2001, kein Tag wie jeder andere. Für Weltrekordler Roman Schäberle und auch für den ORF. Es ist eine ganz besondere Ehre, Roman Schäberle ist jetzt bei uns das 14. Mal in Götzis am Start. Roman, how about your memories to those historical days? Was sind denn Ihre Erinnerungen an damals, an diesen historischen Tag? It will be always in my mind. Wird immer in meiner Erinnerung bleiben. After that world record and after 5 winning and nach dem Weltrekord und nach den 5 Siegen. Trotz all der großen Erfolge wird immer in meinem Herzen your sein. Your pacemaker was Attila Schivotsky. Attila Schivotsky hat damals die Pace für Sie gemacht. Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu ihm? He was speaking about the pacemaker before and he said, yeah, I won't run the same time and ja, I will go. Ja, er hat immer gesagt, ich mache dir den Pacemaker, ich laufe für dich. Er hat das exzellent gemacht. Said, let's go to train with me and he was training with me 3 years and he live und, in my house. Wir haben dann auch lange gemeinsam trainiert. Wir haben bei mir gewohnt und wir sind immer noch dicke Freunde. Sind immer noch in Kontakt, ja, natürlich. Coming to my house 1 year if I have celebration. Kommt jedes Jahr wieder zu Geburtstagsfeiern, anderen Feiern oder zu Fußballtreffen, Fußballspielen, er kommt immer wieder. War ein großer Teil Ihres Weltrekordes damals, ja, natürlich. The spikes and especially the, ich habe ihm damals die Spikes, die Schuhe des 1500 Meter Laufs geschenkt als Dankeschön. Er ist ein echter Teil dieses Weltrekords. Zum 14. Mal da, vielleicht zum letzten Mal. Geht's Ihnen damit? Ich bin traurig. Ich wollte 8200 Punkte machen, aber nach 4 Bewerben habe ich gesehen, das geht nicht. Ich bin nicht in der Form. Darum habe ich mich dafür entschieden, ich werde die 400 nicht laufen und die 1500 nicht laufen, mich für den nächsten Wettkampf konzentrieren. Sie sind mit 8.100 vom letzten Jahr eigentlich qualifiziert für Olympia. Right now with Adam aber Sie haben mit der Hetzelet jetzt einen Gegner. Wie wird das für Olympia? Also ich hoffe, dass wir beide die 8.200 machen, dass wir beide dort sind in London. Das wäre ein Vorteil bei den Spielen. Ist das realistisch? Ja, of course. I hope so. Ja, I think ich glaube schon, das ist machbar, das ist möglich. Well, er war sehr, sehr gut, mit Ausnahme der Hürden. I think he will run
personal best, but he had a contact with. Er hat bestimmt auch eine persönliche Bestleistung gemacht. Aber er ist disqualifiziert worden, aber beim nächsten Mal kann das klappen für ihn. What do you think about Adam, his future? Is he good chances? Yeah, he's really young and was hat er für eine Perspektive, Adam Sebastian Hetzelet? Ja, ja. Er hat absolut Potenzial, er ist talentiert. Er ist ein Wettkämpfer im Training, kann er nicht mit so tollen Leistungen aufwarten. Aber so 8500 und so weiter, Roman, das traue ich ihm zu. Roman, thanks a lot. Good luck for Pole Vault. Thank you. Thomas, du bist dran.